Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Ich mach mal vorsichtshalber Taschenlampe an, wobei das vielleicht nicht unbedingt von Vorteil ist. Hier ist nichts, ich habe mich gerade schon vom Baumstamm fast erschrocken. Links kommen wir... Ich weiß nicht, ob wir da drüber kommen. Doch, wir müssten ja eigentlich auch da drüber können, ne? Gehen wir einmal im Kreis. Komm mal mit, ich schau mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir einsammeln können. Also, in der letzten... Achso, hier kommen wir gar nicht rum. Okay. In der letzten Folge haben wir mit unserem Kollegen hier... Kann man hier kriechen? Ja, wir kriechen. Egal. Wir können natürlich auch auf der anderen Seite rausgehen, aber so ist es doch lustiger. Hat was von einem Abenteuerspielplatz hier. In der letzten Folge sind wir mit unserem Kollegen weitergekommen. Der ist auf dem Weg zum Leuchtturm. Und ja, eigentlich sollten wir uns jetzt auch dahin machen. Wir sollen aus dem Wald entkommen und dem Typen entkommen, der eigentlich bei unserem Kollegen jetzt gerade noch war. Da kann man runter. Kann man noch irgendwas einsammeln? Nö, sieht nicht so aus. Ich denke mal, wir müssen oben rumgehen, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist immer so ein bisschen... Da liegt doch irgendwas, oder? Ja. Ein Fetzen. Von einer Rose, glaube ich, ist das. Okay. Die teleportiert sich dann aber auch immer wieder zu mir rüber. Echt schrecklich. Okay, ich würde sagen, dass ich erstmal oben rumgehe, weil ich eigentlich denke, dass wir unten rum weiterkommen. Und wie gesagt, ich gerne gucken möchte, ob ich denn alles hier einsammeln kann. Na komm. Wenn du ein bisschen schneller gehst, musst du nicht so viel balancieren. Mich nervt das sowieso mit dem Balancieren ein bisschen. Aber es hat ja bisher eigentlich immer gut geklappt. Ah, ist das eine Visitenkarte? Das sieht mir eher wie eine Bankkarte oder sowas aus. Francis Morello. Okay, es ist ein Führerschein. Klasse C. Beschränkung keine. Hautfarbe ausgestellt. Bla, bla, bla. Okay. Die können wir leider nicht mitnehmen. Ich dachte, damit können wir dann irgendwas aufbrechen nachher. Okay, dann gehen wir da wieder runter. Ja, können wir. Okay, perfekt. Dann müssen wir leider weiter. Ich will ja eigentlich nicht, weil ich keine Lust habe, vor dem Killer abzuhauen. Weil ich hänge dann immer hier. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe dann den Controller in der Hand und denke, scheiße, Quicktime-Event. XB, XB, XB. Hast du das? Da ist irgendwas. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Ihr könnt mich mal. Das war gerade so verdammt laut auf meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht... Ob er hier draußen wohl auch Kameras hat? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Ich weiß nicht, wie laut das jetzt in der Aufnahme war, aber es war wirklich verdammt laut gerade in meinen Kopfhörern drin. Oh. Normalerweise würdest du jetzt vom Topeka-Scheiß anfangen. Ich würde Charlies linkes Ei geben, um jetzt in Topeka zu sein. Ich würde auch das Ei von jemand anderem geben. Das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ich muss B drücken. XB, XB. Wobei dann X links ist und B auf der rechten Seite. Und ich dann erstmal die erste Schreckenssekunde habe und denke, okay, links ist X, rechts ist dann also B. Da ist eine Leiche. Geschafft. Für einen Schuppen. Okay. Also er hat anscheinend den Schlüssel verloren, so wie es aussieht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Lasst uns doch frisch, fromm, fröhlich, frei in den Schuppen mit dem ausgebluteten Typen gehen. Da wärmt sich doch jedermanns Herz. Okay. Heilige Scheiße. Oh,
Ich muss gleich kotzen. Seine Hand wurde abgeteilt. Ist nur eine Puppe. Nach seinem Tod. Woher soll ich das wissen? Ist doch eine Person. Geheimnis? Männliche Leiche. Ja. Männliche Leiche? Der hat doch eindeutig Brüste. Transvestit oder doch Frau? Habt ihr euch vertan? Ich habe keine Ahnung. Der hat doch eindeutig Brüste, oder? Sieht zumindest so aus. Ja, hat uns ja viel gebracht, hier in den Schuppen reinzugehen. Ich meine, gut, wir haben ein Geheimnis gefunden. Ne? Also insofern hat uns das auf jeden Fall was gebracht. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt den Weg wieder zurück. Was ich sowieso schon gedacht habe. Wenn die jetzt gleich... Moment, Achso, ich kann gar nicht da hingucken. Wenn die jetzt gleich rechts von mir steht. Die Troller. Ne? Das hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen. Dass die NPCs plötzlich so auf die andere Seite schweben. Oder irgendwo durchschweben oder so. Die ist jetzt hinter mir. Oh. Das ist wahrscheinlich der erste NPC, der tatsächlich das macht, was er machen soll. Hier ist noch was. Ja, sehr geil. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir auf 100 eigentlich sammeln müssen. Wir sind auf 89. Viel haben wir, glaube ich, nicht mehr. Weil ich denke mir mal, als großes Ziel wird es jetzt noch sein, zum Leuchtturm zu kommen. Stand ja jetzt auch drin, dass wir wohl noch mal vor ihm fliehen müssen. Was ich gar nicht gut finde. Ganz und gar nicht. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Und ja. Ich habe hier gerade schon innerlich so eine halbe Herzattacke. Ich habe dann immer Panik, dass ich die falschen Tasten drücke oder so. Das ist das Problem. Es ist ja noch nicht mal die Szene an sich, also dass man dann verfolgt wird oder so. Das ist ja alles okay. Das ist so, ja, mehr Actionfilmmäßig, sage ich mal. Boah. Hat sich da jetzt gerade was bewegt oder war das jetzt gerade... Nee, das war das Wasser, oder? Alter. Jetzt habe ich mich erschrocken. Und warum? Anscheinend vor einer Reflexion von Wasser. Das muss mir mal einer nachmachen, ernsthaft. Oh. Entkomme Dumais, durchsuche das Bauernhaus. Okay, das ist ein Bauernhaus? Echt jetzt? Hier blinkt nichts mehr, so wie es aussieht. Blinkt hier draußen noch was? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Toilette gefunden. Das sah jetzt von hinten so komisch aus. Moment, bevor ich da jetzt reinluke, guck mal hier erstmal. Ich will hier nichts triggern oder so, deswegen. Eine Ratte. Okay. In solchen Momenten rechne ich immer mit allen, ne? Dass mir irgendwas entgegenspringt oder so. Es ist ja... Es ist halt Dark Pictures, ne? Das ist alleine schon der Horror, wenn man mit so einer Person hier neben einem rumläuft. Hörst du das? Was? Klingt... Wie ein Hund. Wie ein Winseln. Ist das... Ein mechanischer Hund? Nein. Der bellt jetzt und die werden entdeckt, wa? Alles gut, Kleiner. Ich tue dir nichts.
Nein, will ich nicht. Lass den Hund doch einfach los, Mann. Nein, die sind zu dumm und bleiben da sitzen. Nein! Echt jetzt? Timmy! Echt jetzt? Jeder normale Mensch hätte den Hund losgelassen, sodass er auf ihn zulaufen konnte, sodass er denkt, ach, der Hund hat die Geräusche gemacht und nicht mehr dahin geguckt hat. Aber nein. Oh, na super. Schalten wir das Licht an. Ja. Ich sag ja, ich krieg's noch fertig, die alle umzubringen. Aber ganz ehrlich, ich meine, was hättet ihr jetzt getan? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich meine, vielleicht den Hund gar nicht erst befreit, okay. Ich habe mir gedacht, Sekt oder Selters, es ist wahrscheinlich eine selten dämliche Aktion, den Hund zu befreien. Aber, ne? Ich bin nun mal ein Hundemensch, ich musste einfach was tun. Wobei nichts tun, also beziehungsweise sich verstecken auch was tun gewesen wäre. Aber, also ganz ehrlich, jeder normale Mensch, wenn der Hund so auf sich aufmerksam macht, hätte den Hund losgelassen. Also ich hätte das sofort gemacht. Dann wäre es halt schade um den Hund. Klar, es wäre scheiße gewesen, weil man hat ihn ja vorher extra befreit und alles. Aber, ne? Ich meine, hallo, du solltest dich umdrehen und mal in die Ecke gucken, ob da irgendwas blinkt. Ganz ehrlich, ich meine, dann lieber den Hund loslassen, wenn er nicht ruhig sein kann und dann dementsprechend sein eigenes Leben versuchen zu retten. Aber nein, die hocken da. Schalt den Hund mal weiter fest. Ganz ehrlich, das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich meine, das ist doch kein menschliches Verhalten. Beweis, Adresse Chicago, Beweisstück 1612, Fall, Sicherungsdatum 98. Um 6 Uhr entdeckte ich Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Ja, ehrlich gesagt, ich bin immer noch ein bisschen angepisst. Ich meine, ich freue mich, wenn ich jetzt hier irgendwelche Geheimnisse und alles finde. Mit ein bisschen Glück brauchen wir nur noch... noch eine Visitenkarte. Sehr schön. Brauchen wir nur noch ein oder zwei von den Münzen zu finden. Reden kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja schon 4 von 5. Ich wette aber fast mit euch, dass wir irgendwo eine übersehen haben. Die wir jetzt am Ende nicht haben. Ach, hier geht's noch weiter. Da ist noch was. Oh, okay. Mr. Dumont, ich will... Mann,
Was? Ich regel das. Am Wochenende. Danke. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dimmert. Ich will mein Team tot. Ich regel das. Das war man. Danke. Ein Fake. Sauber geschnitten. So redet Charlie nämlich nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Also, vor allen Dingen, weil er ja auch gestorben ist. Also, es wäre jetzt total Schwachsinn. Aber, wenn er jetzt nicht gestorben wäre, hätte man vielleicht auf den Gedanken kommen können, dass es echt wäre. Also, ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das ist so abgehakt gewesen irgendwie. Da ist auch noch was. Moment, dann gucken wir erstmal hier. Oh oh. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Willst du mich verarschen? Kommt doch von dahinter, oder nicht? Mark und Jennifer Edwards. Liegt hier irgendwas? Nee, ne? Oh, leck mich echt. Da muss ich hin, oder? Dann gehe ich erstmal woanders hin. Ich will ja jetzt auch nichts triggern. Das ist natürlich auch noch das Problem. Also, 7. Juli 1965. Clarence. Ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence, bitte. El Monday. Okay. Ist ein Geheimnis, kann ich aber nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Boah, fuck, ey. Da ist doch irgendein Tier drin, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, bevor ihr jetzt weiter guckt, dass ihr mal auf Pause drückt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was da drin ist. Ich tippe auf ein Tier oder irgendwas. Ah! Mein Herz. Ich bin eh ein Hundemensch. Das habe ich auch immer gesagt. Aber sonst ist nichts drin, ne? Da geht's noch weiter. Hier leuchtet nichts. Was ist das hier alles so eng? Ich kann jetzt gerade nicht reden. Wenn ich rede, rede ich zu viel, weil ich versuche, mir gerade meine Anspannung wegzureden. Aber wir sind ja hier nicht in Resident Evil. Oh, ist das hier so eine Endlos-Treppe? Hallo? Ist das euer Ernst? Gleich kommt in der Mitte irgendwas runter, oder? Ah, wir sind oben. Ach, das ist dieser Leuchtturm, ja klar. Ist logisch, dass es dann hoch ist, ne? Okay. Nee, du solltest... Hallo, du solltest eigentlich nach oben gucken, aber ist in Ordnung. Kann ich hier noch mal eben was gucken? No way. Wie, kein Weg. Spring nur einfach darunter. Freitod ist besser als zum ermordet zu werden, oder? Come on.
Schalte den Leuchtturm an. Bring die Bedienelemente des Leuchtturms in Gang. Ja, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, kann man das bewegen? Ich kann weder nach rechts noch nach links. Ne, also ich kann weder nach rechts noch nach links mit dem Finger. Kann ich denn so? Wir müssen ja irgendwann auch mal Bilder machen, ne? Nicht unbedingt hiervon. Ich hätte vielleicht von den Leichen Bilder machen sollen. Ich bin auch so dämlich. Ich habe es aber ehrlich gesagt total vergessen. Die Frage ist jetzt, kann ich hier durch? Nee. Weil, ist da draußen nicht irgendwas? Muss ich da raus? Ich habe so das Gefühl, dass ich da entlang muss. Was ich aber nicht kann. Kann ich da... Ah, aber ich, Moment, ich kann aber hier entlang. Ah, okay. Ja, dann lass uns nicht immer nach unten gucken. Nachher geht das Fenster unten auf, der Mörder guckt raus und winkt dann nach oben so, hallo. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Du kannst mich mal. Das war so klar. Obwohl, ich habe ihn runtergekriegt. Scheint funktioniert zu haben. Ja, drin leuchtet was, das ist gut. Okay. Aber ich habe doch jetzt eigentlich den Schlüssel. Muss ich denn den Leuchtturm überhaupt noch anmachen? Kann ich mir nicht einfach ein Bötchen irgendwo klauen, wenn noch eins da auf der Insel ist und dann einfach alleine abhauen? Ich lasse die anderen einfach da. Ja gut, er weiß ja noch nicht, dass einer schon tot ist. Aua! Das ist grell. Oh, ah. Fuck yeah! Wow! Ernsthaft? Also auch wirklich sein. Ach, das ist die Oma, oder? Lebt die? Also am Anfang war ich mir nicht sicher. Ich habe gedacht, das ist auch so eine Puppe. Aber Licht könnte ich mal machen, ne? Nee, es ist eine Puppe. Ja, eindeutig. Oder es ist eine Tote, die halt zur Puppe umfunktioniert wurde. Okay, die Tür. Sollte ich erst sie angucken? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Bonusinhalt. The Boy Who Loved. Du bist ein Gary egoistisches Stones. Monster. Warst es immer schon. Hey. Hey. Wer sind Sie? Du
Der einsame Junge liebte es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow. Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh, wow. Er lebte bei seiner Mutter, aber sie war sehr streng. Leg das Buch weg! Der Junge hatte es satt, dass man ihm sagte, was er tun soll. Das ist unfair. Das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache! Der Junge schlich durch das Haus. Hey. Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Rah! Ah! Er liebte Gruselgeschichten. Haha. Das war ja ein tolles Geheimnis. Aber okay. Blätterst sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre. Ich kenne dich. Meint die mich? Okay, da geht's hoch. Da können wir mal gucken, ob die abgeschlossen ist. Natürlich ist sie abgeschlossen, was auch sonst. Da war jetzt nichts in der Ecke, ne? Nee. Wir sind hier immer noch in der Nähe vom Leuchtturm, ne? Aber wie zur Hölle kam jetzt unten die Alte dahin? Mark? Bitte sag mir, dass du mich hörst. Nein, er ist es nicht. Was? Das ist eine Puppe, oder? Ach komm.